Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video ist es ein bisschen ein anderer Start. Und zwar habe ich hier einmal den N52 Motor und einen dicken Karton. Und ich weiß jetzt nicht, was ich dazu erzählen soll. Im Endeffekt ist es so, es ist ein Ding, was ich schon ziemlich lange haben wollte und haben will und jetzt endlich bekommen habe. Und da geht ein ganz, ganz großen Dank an Matthäus aus unserer WhatsApp-Gruppe, der mir das Ding gebaut hat. Und jetzt nehme ich euch mal mit zum Unboxing und ab geht's. Dass das Auspacken Highlight wird, weil er auch nicht wusste, wie er das genau verpackt. Aber jetzt geht das ganze Ding weiter. Vielleicht kann man schon ein bisschen was erahnen. Die erste Gruppe wissen sowieso schon, worum es geht, aber die von YouTube vielleicht noch nicht alle. Jetzt kommen wir zum Highlight. Oh, nochmal verpacken, noch ein Highlight. Das ist unser N52 Motor drauf. So geil, freue mich richtig. Muss ich hier weiter Kleber ziehen? Wie ihr seht, ich bin nicht viel am Quasseln wie sonst, also ich bin ein bisschen, ja, was weiß ich, genieße es, das Auspacken. Was echt ein Produkt ist, auf das ich lange gewartet habe und was ich mir echt wünsche. Das ist ja nochmal eine Stahlplatte. Und um das Ganze jetzt endgültig aufzulösen, es ist ein selbstgebauter Biefer-Nachbau von allem aus unserer WhatsApp-Gruppe, individualisiert und angepasst mit runden Kanten, runden Ecken, mit dem N52-Logo, das ich mal gemacht habe, und ja, ein 800 Grad Keramik-Hardcore-Griller für mein Steak. Ich freue mich. Super geil. Ich kann es kaum erwarten, das Ding anzufeuern und zu benutzen. Und zu aller Krönung muss ich auch nochmal checken, wie man das Grillthermometer nutzt. Das ist aber genial, hier mit der Vorrichtung hier oben, die man da einfach einklemmen kann. Ah, geil, der hält sogar mit Magneten hier oben. Und dann kann man hiermit die Temperatur des Fleisches messen und gucken, wann es durch ist.
Mega geil. Super. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich mach das einfach mal so. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin super happy und super zufrieden. Das Ding ist mega geil geworden. Ich mag es, weil es irgendwie auch Handarbeit ist, dass es hier ein paar kleine Ecken und Kanten hat. Aber das ist ein super, super geiles Bombengerät. Und ja, heute ist der 30.12. Weihnachten kam ein paar Tage später, aber es ist richtig genial. Und ich werde zusehen, dass ich das Ding so schnell wie möglich ausprobiere. Und wenn ich es gemacht habe, werde ich auf jeden Fall ein kleines Video davon machen. Und ja, ich bin gespannt und freue mich extrem, wie das Steak wird und wie das Ding funktioniert und muss mich da mal ein bisschen einarbeiten. Also super, super geil. Ich danke dir von ganzem Herzen und meine Freundin auch hinter der Kamera, die wird jetzt Steak essen müssen. Oh ja, yeah, danke schön. Also haut rein, Jungs, ich freue mich mega über das Ding. Jetzt kommt im Anschluss noch ein bisschen, sag ich mal, Grillporn, Lieferporn. Das zeige ich euch noch ein bisschen, mache noch ein paar geile Aufnahmen dahinter. Oder vielleicht waren sie schon, keine Ahnung, wie ich das schneide, wie immer. Und halt die Ohren steif, fahrt vorsichtig. Viel Spaß mit eurem Motor und bis bald. Peace. So, ihr seht, ich bin ziemlich durch den Wind. Ich habe den Grill gerade aufgebaut. Ich muss sagen, das Ding ist mega, 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 mega geil. Mega geil und ich bin super happy. Und in der ganzen Aufregung beim Auspacken, wo ich also still war, habe ich noch das zweite Paket vergessen, was natürlich mit dabei war. So wie er sagte, auf jeden Fall schon mal hundertfachen Dank. Das ist noch ein Weihnachtsgeschenk irgendwie, was er mir bestellt hat. Ich habe keine Ahnung, was drin ist. Hier wusste ich, was drin ist. Und ja, ich bin gespannt, was wir hier drin haben. Ich mache mal hier das zweite Unboxing-Video aus. Auf. Ja. Eine Auffangschale. Mega geil, ja. Macht auch Sinn beim Grill, ne? Ich denke mal zum unten reinschieben. Geil. Oder oben drauf legen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mega geil, super sprachlos. Und völlig begeistert, also ja, ich zeige noch mal die Details, vielleicht erzähle ich da auch noch ein bisschen was zu, aber jetzt würde ich erstmal ein bisschen mir das Ding angucken in Ruhe und mich darüber freuen, wie geil das Ding ist, also mega geil.